Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge im LS22 in Ellerbach. Ja, wie in der letzten Folge besprochen, wir sind jetzt im Mai und ja, wir machen jetzt erstmal das Gewächshaus wieder schick, denn da fehlt ein bisschen Wasser. Da müssen wir, glaube ich, zweimal fahren noch und dann haben wir das geklärt. Es sieht so schick aus jetzt hier mit den ganzen Bäumchen hier nebenan. Gibt dem Ganzen gleich mal wieder noch eine ganze Ecke mehr Flair. Ja, ihr seht hier, Unkraut ist auf jeden Fall am Start. Da müssen wir uns drum kümmern. Hier ist die Übersicht, ne? Das heißt, die Felder hier haben wir gepflügt. Da ist jetzt nichts weiter zu tun. Aber die mittleren Felder müssen wir uns natürlich einmal anschauen. Da gehen wir mit der Spritze drüber und dann haben wir das auch schon erledigt. Sollte also im Großen und Ganzen kein Thema sein. Die Wolle oben steht noch bei den Schafen. Die könnten wir uns auch mal noch angucken. Und ja, Kalken, ne? Kalken ist noch so ein Thema und Mähen. Also das heißt, der Mai ist nochmal prall gefüllt mit allen möglichen Aktivitäten, nebenst den Tieren, die wir natürlich auch noch versorgen müssen. Ja, und da würde ich sagen, legen wir mal direkt hier los. Einmal noch schnell die letzte Füllung da rein und dann können wir nämlich, ich glaube, es ist nicht viel mit Curseplay heute. Wir werden schon manuell ansetzen müssen und unseren Kram machen. Aber das ist okay, denn ich weiß ja, ihr liebt es, Feldarbeit so manuell wie nur irgend möglich, zumindest die meisten von euch. So, hier nochmal rein, wie sieht's aus? 20.000 Liter, genau, das passt. Können wir den Rest hier erstmal an der Seite wieder abparken. So, und dann nehmen wir ihn und fahren gleich mal oben die Wolle in die Produktionsgebäude, sodass wir die Basics vielleicht von vornherein gleich durchhaben und uns erst danach um alles Weitere kümmern. Aber hier ist doch ein bisschen was da. Muss ich mal kurz schauen. Ja, wir müssen ein bisschen zusammenschieben. Ah, ich nehme das kurz hier so. Passt schon. Ich genieße das hier. Also diese Map ist wirklich auch so wunderschön und es macht so viel Spaß. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass wir in diesem Projekt auch schon ja auf die 50 Folgen langsam zugehen. Ne? Wir haben ja mit Rehbach das erste Projekt gehabt, wo wir mal 100 Folgen geknackt haben. Und da haben wir genau in der 100. Folge ein Finale gehabt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier in Ellerbach ähnlich wird. Sodass das ein schönes, großes Projekt ist. Aber es ist auch immer wieder erstaunlich, wie viele Leute auch echt nach langer Zeit noch zu meinem Kanal finden mit den älteren Projekten. Ne? Also allen voran natürlich Silverrun Forest. Ein Projekt, was, keine Ahnung, also mittlerweile weit über 100.000 Klicks hat. Das ist total Wahnsinn. Also großen Dank an euch dafür, für diesen Support alleine die Videos zu schauen. Das ist schon eine echt krasse Geschichte. Das verdanke ich natürlich wirklich nur euch und weil ihr fleißig meine Videos liked. Kann mich erinnern, das war eins der Projekte, wo ich gesagt habe, ich bitte nicht um viel, aber einfach am Anfang der Folge, wenn ihr einfach mal kurz ein Like da lasst. Und das ist so krass, was das doch für eine Auswirkung hat. Und von daher, ja, auch vielleicht hier wieder an der Stelle. Und ich weiß, das klappt gut. Aber man kann es ja einfach immer mal wieder zwischendurch erwähnen. Einfach die Videos liken, damit unterstütze die YouTuber echt am meisten. Wenn ihr noch ein bisschen Senf dazu gebt, dann ist das natürlich nochmal ein Bonus obendrauf. Aber schon allein ein Like da zu lassen und die Videos zu schauen, das ist, glaube ich, ein cooles Indiz dafür. Und dass ihr Bock habt auf den Content, dass ihr den Content Creator unterstützen wollt. Und da helft ihr wirklich enorm. So, die eine Palette an Wolle lasse ich hier einfach mal stehen und damit sind wir mit dem Telelader, denke ich, auch durch. Wir schnappen uns mal den Kollegen und werden jetzt noch kurz Gras holen. Wie sieht's denn aus? Naja, ist ja fast voll, da ist nicht viel, aber wir sammeln mal trotzdem ein bisschen was ein. Auch wenn wir das gleich nochmal mähen, aber schadet ja nichts. So. Wie sieht es aus hier eigentlich? Ja, der pH-Wert ist gut, aber auch da könnte man überlegen, ob man diesen Monat einfach mal komplett durchzieht und überall K
Kalk drauf schmeißt. Den Kalkstreuer immer noch nicht ausgetauscht. Naja, wahrscheinlich wird das noch eine Weile tun. Ich habe übrigens mal gecheckt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich gerade doppel, weil ich gar nicht weiß, ob ich es schon am Anfang der Folge erwähnt habe. Aber unser Kreditlimit, ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Unser Kreditlimit ist tatsächlich noch mal ein bisschen gestiegen. Das heißt, wir hätten jetzt noch zur Verfügung, ich habe mir das angeschaut, 560.000 haben wir jetzt und wir können fürs knapp 700.000 hochgehen. Nee, sogar über, oder? Nee, ja, da knapp. Das heißt, wir haben maximales Kreditlimit von 695.000 und hätten damit knapp 140.000 nochmal zur Verfügung. Das ist ziemlich geil. Denn das bringt uns dem Ziel dann dieses Jahr, oder beziehungsweise nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr im April, einen Kuhstall zu bauen, dann doch nochmal eine ganze Ecke näher. Aber wie gesagt, ich meißel mal das noch nicht ganz in Stein, sondern wir müssen das einfach beobachten, wie das läuft. So, Kühe einmal, nicht Kühe, sondern Schafe einmal versorgt. Wobei, das wird schon eine ganze Menge Umsatz werden, denke ich mal. Bin da relativ zuversichtlich. So, wir werden, genau, Schafe sind versorgt, Gewächshäuser sind versorgt. Jetzt gucken wir uns noch kurz die Hühner, Enten, ihr wisst, was ich meine, das Kleingetier an. Das sieht auch sehr, sehr gut aus, da müssen wir nichts machen. Und damit können wir uns jetzt direkt mal in den Johnny setzen, denn ich denke, ich werde das heute mit dem machen. Einfach, weil er da ist. Und nur kurz gucken, die Herbizidspritze, die haben wir hinten bei den Enten. Unterm Schauer stehen, in dem kleinen Schuppen. Gucken, ob wir da gut rankommen. Da ist er. Aber das sollte gehen. Da kommen wir bestimmt gut rein. So süß, diese kleine Spritze hier hinten dran. Okay, dann klappen wir den Kollegen einmal hier aus. Und das sind tatsächlich nur diese Felder hier in der Mitte. Das sind die einzigen, die wir machen müssen. Das heißt hier dieses große Areal, das gehen wir jetzt einmal außenrum durch. Und dann haben wir es schon geschafft. Ne, mit Spotspray natürlich eine sehr angenehme Geschichte. 12 km/h schneller war das nicht, ja? Naja gut, wir haben aber ein bisschen Breite, von daher passt das schon. Kommen wir trotzdem ganz gut voran. Beziehungsweise, nee, wisst ihr was, wir werden doch dieses Feld hier, diesen Kurs hier einmal nehmen. Wir werden mal Kursplay anschmeißen. Feldposition, genau, so wie es ist. Und wir brauchen aber bloß ein Vorgewende. Und gucken mal, wie gut der zurechtkommt. Wir müssen den auf jeden Fall korrigieren, denn der wird in der Mitte hängen bleiben. Aber das ist für mich erstmal okay. Ja. Denn, ja, man könnte da sicherlich... Wo ist denn der erste Wegpunkt? Der ist hier. Ja, lass mal ihn mal machen. Denn dann schaffen wir noch ein bisschen was mehr. Dass wir vorwärts kommen. Und zwar müssen wir noch kalken. Das können wir, das machen wir mit dem hier unten. Den müssten wir auch mal reparieren. Gleich mal hier ranschmeißen das Ding und dann werden wir uns mal zeitnah irgendwie eine Tankstelle gönnen noch. So, Fendt einmal repaired und dann geht's jetzt ab. Kalk holen und einmal alle Felder kalken. Dass wir hier wahnsinnig geile Erträge rausholen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ne, mit den Reifen sollte, wie gesagt, alles kein Thema sein. Das kriegen wir gut hin. Ja, aber Kalk ist unbedingt notwendig. Können wir mal kurz schauen, was die Produktion hier sagt.
Denn wir werden viel Kalk brauchen. Und wir haben noch 10.000 Liter drin. Wir müssen das Produktionsgebäude mal anschmeißen. Denn das habe ich immer pausiert. Das kostet nämlich ein bisschen was im Monat. Also jetzt aktivieren. Okay. Genau, und das sind dann nochmal knapp 10.000 Liter. Wie viel verarbeitet denn der in einer Stunde? 480 Zyklen pro Monat. Das geht, denke ich, relativ flott. Wird nicht lange dauern. Ja, und ein bisschen Kalk ist ja auch noch drin. So. Wobei eigentlich das Abmähen hier sinnvoller wäre jetzt zum Beginn, ne? Naja, es passt schon. Wir machen uns da jetzt mal keinen Kopf drum, sondern ziehen hier einmal durch. Was ist schon ein bisschen was wir jetzt hier zusammen kriegen, ne? Gehen mal gleich hier außen rum. Das wird schon eine nette Geschichte. Ich bin mal echt gespannt, wie lange wir dann für die Ernte brauchen werden, wenn wir den ganzen Kram häckseln. Das wird schon seine Zeit in Anspruch nehmen. Bin ich ziemlich sicher. Hat er ja zu kämpfen, berghoch. Fast eine Sache, wo man sagen müsste, hey, da müsste ich ja doch nochmal den Johnny auspacken. Wenn der sich ja so hoch wuchten muss. Naja, geht schon, ne? Wir haben jetzt die zwei Felder, dann das und dann sind wir ja eigentlich schon oben. Also das sollte trotzdem relativ flott gehen. Ah, hier habe ich eine kleine Ecke gerade vergessen. So. Machen wir einmal das Vorgewende durch. Ich glaube, das reicht auch eins. Und ich denke, wir fahren die Bahn in die Richtung. Jetzt mal das noch ein bisschen weiter nach rechts nehmen, so. Moment mal. Es ist wieder OCA und wir haben wieder einen Versatz des Gerätes hier eingestellt. Und die Arbeitsbreite ist nicht 6, sondern die ist 12, mein Freund. Ist sie 12? Wisst ihr was? Ich habe die Schnauze voll. Ich werde jetzt dieses Fahrzeug hier kurzerhand doch mal entladen. Und wir holen uns jetzt doch nochmal den anderen Kalkstreuern. Das nervt mich so tierisch. Und mit den 12 Metern sehen wir auch kein Land, wenn wir hier diesen Kram machen wollen. Es ist jedes Mal immer wieder ein Theater. Von daher, ich habe es angesprochen. Wir setzen es jetzt nochmal um. Da investieren wir jetzt nochmal die 3 Euro und dann ist das Ding auch geritzt. Und dann holen wir uns den Predal-Kalkstreuer. Und haben dann keine Probleme mehr. Und das jedes Mal wieder das Konfigurieren und so. Das ist an sich eine nette Mod, aber wie gesagt, irgendwie nicht so ganz sinnvoll konfiguriert. Huch, ist eine Extra-Kamera drin. Die ist mir zum Beispiel auch noch nicht aufgefallen. Okay, so, also. Genau, Gerät einmal hier gleich mal abstellen. Haben wir ihn hier reparieren und gleich hier verkaufen. Was haben wir dafür noch gekriegt? 12.000, ne? So, müssen wir natürlich jetzt ein bisschen Kohle aufnehmen. So viel brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber das ist schon okay. Genau, hier gibt es jetzt nichts. So, also Kalkstreuer, Düngestreuer. Genau.
Und genau, das sind die zwei Mods. Die werde ich wahrscheinlich dann einfach mal wieder runterflacken. Und hier haben wir die Bredal. Von der Größe her reicht uns der Kleine vollkommen zu. Den gibt es aber, den werde ich mit Aufbau nehmen. Dann frisst er nämlich auch die 14.000 groß, klein, kleiner, groß, genau. Und Streusystem mit 6 Meter Streueinheit. Kostet dann halt ein bisschen mehr, aber ist die beste Lösung. Echt ohne Mist. Und dann haben wir das Thema hier einmal kurzerhand erledigt. Ich dachte schon, ich habe jetzt meinen Trecker hier verkauft. Das wäre witzig gewesen. So, sehr schön. Da haben wir das klassische Kalksystem. Ah, ich sehe gerade, wir müssen den Kollegen hier, den T-Rex, auch mal wieder zurückgeben. Der hat uns diesen Monat nämlich nochmal ein bisschen Miete gekostet. Das würde ich ganz gerne gleich mal noch machen. Das habe ich vergessen im letzten Monat. Ich meine, es kostet nicht die Welt, ne? Ein Tag, keine Ahnung, was uns das gekostet hat, nochmal 5.000 Euro oder sowas. Also wäre schön gewesen, wenn ich dran gedacht hätte, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. So. Boah, das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Wie war eigentlich die Kapazität bei dem anderen? War die wesentlich größer? Ich glaube nämlich auch nicht, ne? Die waren einfach ein bisschen günstiger. Das war eine coole Sache. Aber ansonsten 12.000 Liter, 30.000 Liter. Ich glaube, wir haben den gehabt. Also der ist natürlich mit den 30.000 Litern relativ attraktiv. Arbeitsbreite 36 Meter bezieht sich aber auch bloß auf Dünger beim Kalken. Und da kann man halt nicht so sehr viel machen. Ne, die waren ja nicht adaptierbar. Sondern nur... Ja. Kannte an der Achse ein bisschen dran rumschrauben. Feste Richtungsachse, bewegliche Richtungsachsen. Vielleicht ist er auch nicht so buggy, wenn man eine andere Config reinnimmt. Das kann natürlich auch sein. Habe ich aber, wie gesagt, nicht. Und von daher hatten wir dann die Probleme und keine Ahnung, ob sich das damit lösen lässt. Aber es ist halt so, ne? Es sieht halt geil aus. Es ist mal eine nette Sache, aber wirklich einen entscheidenden Punkt, wo ich jetzt sage, das bringt es jetzt total... Hatten wir damit eben nicht und von daher ist es halt, wie es ist und das ist okay. Haben wir jetzt zurückgegeben und damit passt das. Also, jetzt müsste ich nochmal natürlich noch mehr einstellen. Ah, Config sieht auf alle Fälle deutlich besser aus. Und ich würde trotzdem... Ja, wir schalten ihn mal an und fahren mal hier die Ecke raus. So, dass wir hier wirklich alles mitnehmen. Ah, ist doch viel schöner, ne? Und 18 km/h ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen schneller. Ich glaube, der andere hatte der eine geringere Arbeitsgeschwindigkeit? Kann das auch sein? Haben wir echt einen ganz schönen Müll gehabt, Freunde. Müssen wir gleich mal reingucken. Ne, die haben auch 18 km/h gehabt. Keine Ahnung, woran das lag. War wahrscheinlich so ein Berghochthema irgendwie. Ja, und dann haben wir das hier nämlich ruckzuck erledigt mit dem Kalk. Das hätte nämlich sonst doch nochmal deutlich länger gedauert. Huch. Das ist, wenn ich nah ranzoome und auf meinem Gamepad die
Tastenkombi erwische. Das D-Pad nach links und rechts ist sozusagen Fahrzeug wechseln. Und D-Pad oben und unten ist ranzoomen und rauszoomen. So, jetzt können wir mal gucken. Die können wir ja relativ simpel hier konfigurieren, genau. Machen wir ein Stück rüber. Zack, und dann schmeiß mal an den Kollegen. Lass mal den Helfer kurz laufen. Und wir tappen mal kurz rüber. Wie sieht es bei ihm aus? Genau hier hat er sich, der hat sich gar nicht gemeldet. Dass es hier Probleme gibt. Da ist er stecken geblieben, genau. Und wir müssen aber nur hier jetzt lang und hier können wir jetzt sagen nahester Wegpunkt und dann sollte das wieder passen. Ne, lass uns mal kurz schauen. Unkraut auf der einen Seite müsste weitestgehend abgehakt sein. Genau, das Vorgewände ist durch, hier drüben ist durch, wirklich bloß die eine Ecke. Ansonsten kriegt er das gut drin, aber ich will die Bäume halt nicht wegreißen und ich glaube, das stört nicht, wenn der da einmal kurz gegen bounced, werden wir das überleben und müssen uns jetzt keinen großartigen Kopf machen. Und da geht's weiter mit Spot Spray. Na gut, ich denke, wir werden uns mal unten mit dem anderen noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Ah, ein paar Ecken hat er schon noch freigelassen, ne? Na los, fahr. Schneller, mein Freund. So. So, zwei Felder erledigt. Jetzt können wir die Mitte noch machen. Vielleicht hier die beiden wenigstens noch. Kriegt er das noch? Ja, das macht er wenigstens ein bisschen mit. Ist nicht ganz 100% gekalkt, aber mein Gott, damit kann ich leben. Der pH-Wert war, glaube ich, nicht zu schlecht. Der ist nicht ganz ideal, aber auch nicht zu mies. Ich denke, hier sieht es ähnlich aus. Genau, pH-Wert ist okay. Müssen wir jetzt nicht großartig. So sieht es gut aus, genau. Das ist aber ein schönes Feld. Das geht sich genau mit den 18 Metern auf.
So. Und können wir mal auffüllen? Und dann machen wir uns oben an die großen Felder. Und das ist eigentlich dasselbe Ding, ne? Da kann ich den großen Kurs einmal nehmen und der wird zwischendrin einmal hängen bleiben, aber auch das ist für mich verkraftbar. Von daher kann man das eigentlich ganz gut automatisiert ein bisschen laufen lassen. Und wir können uns noch anschauen, was wir da draus machen. Ich würde den Traktor nur zwischendurch mal tauschen, weil wir mit dem hier mähen müssen. Und dann haben wir das nämlich auch einmal erledigt. Nimmt das Gras eigentlich? Ja, das nimmt Schaden, wenn wir drüber fahren. Das ist ja witzig. Ist mir nie aufgefallen. Guck mal. Das wird in der Erntestufe um 1 zurückgesetzt, wenn wir drüber fahren. Bevor wir es mähen. Macht für mich total Sinn. Wusste ich aber gar nicht, dass das so ist. So, genau, wie gesagt, wir schnappen uns mal kurz den Kleinen. Ja, der hat ein Gewicht vorne dran, da muss man jetzt gar nicht viel machen. So, der kriegt den Kalkstreuer problemlos gezogen. Aber das Mähen ist einfach too much für ihn. Wo das schon ein bisschen süß ist, ne? Guckt euch das mal an. Er muss schon trotzdem etwas kämpfen. Wo hängt denn der? Krieg ich den? Ah, jetzt. Okay, jetzt die Klappe zu hier. Hm. Ich glaube, der Kalksteuer hat keine PS-Anzahl, ne? Da war, glaube ich, nichts. Nee, da steht nichts dabei. Und selbst wenn das mit Curseplay jetzt läuft, spielt das auch alles keine riesengroße Rolle. Und dann sind die Felder gleich rucki-zucki fertig. Richtig geil. Wo ist denn unser... Ah, der macht hier noch die letzte Spur. Sieht gut aus. Ist nicht mehr viel. War definitiv die Sache wert. Okay, Feldposition, zack. Generieren. Beim Kalken, ja, reicht eigentlich auch eins. Bei 18 Metern müssen wir hier nicht viel rumrödeln, sondern können einfach durchziehen. Und es sollte bei der Kombi auch reichen. Ja, komm. Mach mal. Wird schon so passen. Erster Wegpunkt. Und dann leg mal los hier. So, wie sieht's dann aus hier? Ja, ich würde sagen, Fruchtfolge gut. Stickstoff perfekt. pH-Wert ist eigentlich auch perfekt, genau. Und von daher passt das mit der Ausbeute. So, und dann können wir jetzt mit ihm hier in die Mäharbeiten starten. Und ich sehe gerade hier an der Zeit, ruckzuck ist eine Folge schon wieder rum. Total krass. Ja, wir fangen das jetzt hier noch an. Einmal ausklappen. Absenken. Und an geht's. Ich liebe es immer wieder. Also Mähen ist einfach eine der geilsten Beschäftigungen.
also muss man wirklich sagen, Mähen ist für mich das, deswegen habe ich auch immer so viel Grassilage gemacht, aber Mähen ist für mich das Nonplusultra. Ich glaube, das wird mich auch im 25er beschäftigen. Ich habe, einer hat geschrieben, weil ich ja in irgendeiner der letzten Folgen mal gefragt habe, was ihr denkt, so was ich im 25er anfangen soll. Und da habe ich ja die Idee in den Raum geworfen, dass ich mit Forstwirtschaft anfange, weil ja mein Forstwirtschaftsprojekt so, ich sag jetzt mal, erfolgreich war. Und einer hatte gesagt, jo, fang mal mit Forst an, aber ja, wäre jetzt noch ganz cool, wenn andere sich noch ein bisschen mehr drauf beziehen und vielleicht auch, ich sollte das vielleicht nicht zum Ende der Folge sagen, ne, wo die meisten schon wieder irgendwo anders sind mit ihren Gedanken, aber wenn ihr da Bock habt, dürft ihr da gerne auch nochmal drauf Bezug nehmen. Was denkt ihr, habt ihr eher Bock auf Forstwirtschaft oder eher klassische Landwirtschaft? Richtig schön Silage wieder. Mähen ist natürlich was, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass wir mit Mähen auch anfangen. Also sprich mit klassisch. Die Silage hat sich ja auch nochmal ein bisschen verändert, ne? Also von daher ist das schon auch nochmal ein spannendes Thema. Naja gut, okay, wir gucken mal. So, Wegechen wird blockiert, ist ein Zeichen für mich, muss da eingreifen. Ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt hiermit und danke euch fürs Zuschauen, freue mich natürlich wie immer auf ein Like und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.